Spiel Dresden SC 1898 gegen VfB Weißwasser 1909 entstand 3:0. Ich habe jetzt einmal den Doppeltorschützen und auch, man kann sagen, Joker hier bei mir, Pascal Henisch. Herzlichen Glückwunsch, vor allem zu den zwei Joker-Toren. Aber fangen wir von Anfang an. Der DSC kommt gut in die Partie, macht eine sehr gute erste Halbzeit, führt, verdient 1:0. Hat man damit gerechnet, dass man hier in Führung gehen kann und auch die Partie bestimmt? Ich sag mal so, man geht eigentlich jedes Spiel davon aus, dadurch, dass wir jetzt auch Dritter sind, dass wir uns festbeißen können, dass wir jedes Spiel auch gegen Tabellenersten in Führung gehen können. Dass es natürlich so gut lief, das ist immer das Beste, wenn es so gut läuft. Allerdings haben wir davor schon zahlreiche Chancen liegen lassen, auch danach. Dann zweiter Hälfte kommen wir wieder dazu, wo ich die riesen Chance liegen lasse. Wir hätten schon deutlich besser und mit einem besseren Gefühl in die Halbzeit gehen können, durchaus auch schon 2, 3, 4 Buden machen. Mhm. Der letzte Pass hat meistens gefehlt. Ich würde teilweise die Schuld auf den Rasen schieben, teilweise dann auch auf die Konzentration, die dann in der einen oder anderen Situation gefehlt hat. Aber hat es natürlich enormes Selbstvertrauen gegeben, dass wir dann auch mit einzelnen in die Führung gehen und dann nicht nochmal kurz vor der Halbzeitpause das Gegentor fressen. Ja, Eiswasser hatte genau eine Chance in der ersten Halbzeit. Die wurde nicht geklärt, sondern neben das Tor geschossen. Es waren mehrere Chancen. Man hätte wirklich 3-4-0 schon in die Halbzeit reingehen können. Dann fing die zweite Halbzeit ein. Die ersten 5 Minuten waren ein gutes Spiel und dann wurde Weißwasser plötzlich besser. Hat man sie ein bisschen kommen lassen oder sind sie tatsächlich besser geworden? Ja, es ist schwierig. Ich war in der Halbzeitansprache nicht dabei. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir gezielt uns nach hinten gezogen haben. Vielleicht um das 1-0 zu halten, beziehungsweise um die erstmal spielen zu lassen, um ein bisschen Kräfte zu sammeln. Von außen hat es natürlich so gewirkt, dass wir uns erstmal ein Stück nach hinten gezogen haben, versucht haben, weniger über die Außen zu spielen, beziehungsweise hat auch da wieder oftmals der letzte Pass gefehlt in die Spitze, beziehungsweise auch die Bälle festzumachen, natürlich auch bei den Umständen, beim Wetter schon ziemlich schwierig. Aber ich denke nicht, dass wir gezielt darauf aus waren, uns nur noch hinten reinzustellen, weil man halt wahrscheinlich auch noch irgendwo im Hinterkopf die ersten 2, 3 Saisonspiele hatte, wo wir dann 90+1 auf das Gegentor fressen und 2 Punkte verlieren. Ja. Dementsprechend denke ich mal, wollten wir weiterhin Vollgas geben, nach vorne spielen. Ja, das habt ihr auch gemacht und dann kam auch deine Zeit, deine Einwechslung, die erste Chance geht daneben, schlänzte daneben, aber dann die 2 Tore. Hast du dich sehr gefreut, dass nach diesem Ball, den du daneben schiebst, dass du nochmal 2 Joker-Tore machst? Ich denke mal, man freut sich, egal wie das Tor fällt, immer über das Tor. Natürlich habe ich mich besonders gefreut, auch fürs eigene Selbstvertrauen, dass ich dort die 2 Dinger noch rein mache. Vor allem halt, als das zweite oder das 2-0 gefallen ist, hatte ich natürlich ordentlich Dusel, nachdem ich die erste Chance schon vergeigt habe. Ziemlich lächerlich, obwohl das Tor eigentlich nahezu frei war und ich den hätte auch reinschlenzen können und nicht nur gerade daneben schießen. Dementsprechend hat es sich umso besser angefühlt, dass man das Tor macht und dann natürlich auch noch das zweite hinterher schiebt. Ist einfach gut fürs eigene Selbstvertrauen. Jetzt 23 Punkte, weiterhin Platz 3, weil Striesen auch gewonnen hat. Nächste Woche könnten die nächsten 3 Punkte folgen gegen Crosswitz. Letzte Saison haben wir da 1:0 gewonnen. Wie sieht's aus? Wieder ein Sieg? Man geht jedes Spiel so an, dass wir natürlich gewinnen wollen. Aber ich denke, auch dort müssen wir uns natürlich weiterhin anstrengen. Wir haben sehr gute Innenverteidiger, die zwar älter sind, aber Torhüter. Mit der Erfahrung heraus schon sehr, sehr stark hinten spielen und stehen. Die haben natürlich auch einen großen Platz, einen ekligen Platz. Ich denke mal, dort, wenn die in Führung gehen sollten, werden auch viele Bälle über die Zäune gehen. Dementsprechend müssen wir uns dort auch wieder ordentlich anstellen und griffig sein, kämpfen. Jeder